Hey Leute und willkommen zu einem Attack on Titan Tactics angezockt. Jetzt wird der eine oder andere fragen, hä? Wo gibt es das Spiel? Das gibt's ja gar nicht. Ja, ihr seht schon unten an der Schrift, es ist noch Japan-exklusiv. Das heißt, man kann es mit der Q-App runterladen, zeige ich euch später. Das ist kein Problem. Problem ist halt nur, es ist auf Japanisch. Wir können es nicht lesen. Aber das sollte kein Problem sein. Durch das Tutorial und so weiter wird uns viel erklärt. Und ganz wichtig noch eines vorweg, was ich euch zeigen will. Wenn wir kurz auf die News gehen hier. Moment. So, also. Man kann sich online registrieren, schon vorregistrieren, für das Spiel. Den Link dazu haue ich euch in die Videobeschreibung. Ganz oben in der Videobeschreibung, also unten in der Videobeschreibung, beim Video, ganz oben, der Link dann zum Registrieren. Es erscheint nämlich im Sommer 2019. USA, Kanada und Australien. Und es kann sein, dass es auch dann bei uns da ist, auf Englisch, beziehungsweise, dass wir es auf Englisch einfach runterladen können. Ne? Wenn es im Sommer auf Englisch da ist, würde ich es gerne mit euch weiterzocken. Deswegen jetzt hier mal ein vorgestellt Video. Ich weiß nicht, ob ihr trotz des Japanischen mehr sehen wollt. Das werden wir im Laufe des Videos sehen. Erstmal nur kurz zeigen, man kann sich schon vorregistrieren. Es kommt also zu 100% auf Englisch. Das ist schon mal ziemlich geil. Ich habe jetzt kurz die Musik ausgeschalten hier beim Video. Warum? Im Video, Leute, läuft gerade die originale, das originale Intro-Lied von Attack on Titan und das können wir uns leider nicht anhören. Dann wird beim Video mal instant weggesperrt. Ne? Aber mal gucken, wie es in-game jetzt wird, ob dann die Musik aus ist. Das Problem ist nämlich, ich kann kein Menü lesen. Ne? Also ich kann nicht jetzt sagen, hey, schalt die Musik aus. Das hat aufgehört. Wir haben ganz normale Musik. Können wir es im Hintergrund ein bisschen laufen lassen. Ganz leise und sanft. Und wie ihr seht, ne? Ich kann nichts lesen, ne? Ist aber echt kein Problem. Wir werden am Anfang immer an die Hand genommen und durchs Tutorial geführt. Ich habe schon ein bisschen gespielt, um mal ein bisschen einen Überblick zu haben. Und jetzt werden wir ein bisschen weiterspielen, das Tutorial, um euch das Spiel ein bisschen zu zeigen. Bisher finde ich es geil. Warum? Es ist ein Taktikspiel, so wie es schon heißt. Tactics, ne? Und das feiere ich. Es ist nicht ein stumpfes Rumgedrücke hier am Bildschirm und so weiter. Und auch man lernt den Anime kennen, was ich euch jetzt nicht empfehlen würde. Weil, japanisch. Guckt euch den Anime an, Leute. Und ja, hier seht ihr schon, man bekommt ein bisschen Ingame-Währung, mit der man natürlich auch Openings machen kann, ganz klar, ne? Das ist eh normal. Und wir gehen jetzt mal rein, einfach in die Mission, um euch mal das zu zeigen. Was ist Tactics eigentlich, ne? Okay, wir sollen hier einen austauschen. Ich habe nämlich schon einen gezogen. Ihr seht, Rainer. Ich habe Rainer gezogen. 5 Sterne. Wer sich jetzt denkt, hey, Rainer... Guck dir mal Attack on Titan an, ne? Mein letztes Review zur Folge 13 und 14. Und ich glaube, 15 müsste auch schon da sein. Der Anime läuft ja weiter jetzt plötzlich, ne? Hier sieht man schon einen Titanen. Ey, ich feiere das. Ich liebe Attack on Titan. Ich würde so gerne auf meinem Kanal viel mehr Attack on Titan machen. Nur das Problem ist, es gibt so wenig, ne? Es gibt so wenig. Leute, und deswegen hier jetzt mal das vorgestellt von Attack on Titan Tactics. Also, ihr seht gleich mal direkt, es sind mehrere Wellen. Und ihr seht unten, wir haben ein Mana-Pool. 9 und bam, 10. Mana ist voll. Das heißt, ich muss mal Einheiten einsetzen hier, damit das Mana nicht voll läuft und ich neue Sachen platzieren kann. Wie ihr seht jetzt am Bildschirm, wie die rumspringen und so weiter. Je länger sie am Feld sind, umso mehr verbrauchen sie natürlich Gas aus den 3D-Manövern und so weiter. Und schicken da mal ein bisschen rum, würde ich sagen. Schon eine Kanone aufstellen, dass schon mal nicht viel passieren kann hier. Ah, hier stellen wir auch eine Kanone hin, dass der Titanic gleich mal abgeballert wird. Also ich finde das ganz geil mit den ganzen verschiedenen Einheiten. Es gibt verschiedene Typen von Kriegern, welche die darauf ausgelegt sind, mehrere anzugreifen. Manche halt, die viel mehr Damage machen und so weiter und so weiter. Es macht schon Spaß. Natürlich, wie gesagt, ich kann euch jetzt nicht alles im Detail klären und zeigen, da ich selber nur die Hälfte verstehe. Ne? Aber ich verstehe, wie ein Videospiel funktioniert bisher. Und es macht echt Laune, Leute. Ich wollte es euch unbedingt mal kurz zeigen. Hier sieht man noch der Account levelt plus die Einheiten leveln. Das ist auch wichtig, ne? Das finde ich immer sehr, soll ich sagen, wie anspruchsvoll, sondern anreizend, ne? Wenn man Einheiten leveln kann. Ich würde euch gerne jetzt mal kurz einen Summon zeigen hier rechts unten. Ich musste schon einen machen, aber ich kann es euch aber gerade nicht zeigen, da wir hier im Tutorial sind und wir einfach nur das machen können, was das Spiel uns sagt. Also wir sammeln hier fleißig Items ein. Und gehen weiter in der Story. Also bisher, wie gesagt, macht es echt Spaß. Ich kann die Hälfte leider nicht lesen, wie gesagt. Aber was soll's, ne? Ich wollte nur mal zeigen, dass es das gibt. Ne? Dass es im Sommer auch auf Englisch kommt.
Also sehr bald, ne? Wir haben fucking Mai. Und ich wollte euch zeigen, dass ihr euch registrieren könnt. Wie ihr es runterladet, zeige ich euch später noch. Wie gesagt, ich will jetzt ein bisschen rumgucken mit euch und mal unsere Einheiten in Position bringen. Weil ich finde das cool. Es sieht ganz lustig aus, muss ich auch sagen. Das Tactics, das ist schon geil. Wie sie auch richtig fliegen, nämlich, ne? Was meine ich mit richtig fliegen? Also mit 3D-Manövern. Richtig rumfliegen. Das heißt, also man sieht, sie schlagen ihre Enterhaken in den Nacken und greifen auch wirklich den Nacken an, ne? Das finde ich ziemlich, das ist ziemlich sexy. Okay, die erste Wave geklärt. Wir sehen, zwei Waves haben wir, aber man kann auch automatisch drücken. Habt ihr auch gerade rechts oben gesehen. Wir wollen nicht automatisch. Ich will selber hier meine Einheiten rumschicken, ne? Ich will sie selber in den Kampf schicken. Oh Gott, wir haben hier einen Flitzer. Einen Flitzer! Nein! Oh Gott! Müssen wir unser Tor hier unten beschützen. Hier ist der Lebensbalken. Seht ihr den grünen Balken hier neben mir? Der Balken darf auf keinen Fall runtergehen. Wir haben Eren! Los Eren, in den Kampf mit dir! Mein Mörser hier aufstellen zur Sicherheit. Aber wie ihr seht, ich kann jetzt keine weiteren Einheiten einsetzen. Ich brauche sozusagen Mana, ne? Crit, sehr schön. Und gewisse Helden haben gewisse Fähigkeiten. Wir sehen, die fliegen einfach direkt zu den Titans hin. Und können sie direkt angreifen, ne? Man kann auch natürlich mehr Energie sammeln und Fähigkeiten aktivieren, so wie ihr es hier jetzt seht. Nein! Ah, ich wollte gerade eine Fähigkeit aktivieren. Also es ist sehr taktisch. Es heißt nichts umsonst Tactics. Es ist wirklich sehr, sehr taktisch. Und es ist geil. Es ist geil bisher. Es macht mir mega Spaß. Es ist nicht dieses typische Rumgekämpfe. Es ist nicht dieses typische Rumgeblöd am Handy rumgeklicke. Man muss nachdenken. Und das mag ich. Also ich freue mich schon sehr, wenn das Spiel auf Englisch verfügbar ist im Sommer, wie gesagt. Ich meine, Level Up, was auch immer jetzt von mir will, ich habe mal ja gesagt, wird schon gut sein, ne? Das ist eine schöne Szene aus dem Anime. Da gehen wir rein, Leute, da gehen wir rein. Wie gesagt, wir skippen hier die ganzen Intro-Sequenzen leider. Ich will auch niemanden spoilern, der den Attack on Titan Anime noch nicht gesehen hat, ne? Und wieder gratis Ingame-Währung. Wie gesagt, ich will auch unbedingt heute noch mit euch irgendwie was ziehen, ne? Irgendwie so ein kleines Mini-Opening. Denn ich habe ja, wie gesagt, versehentlich schon drauf gedrückt. Ich wusste ja nicht. Ne? Ich habe es ja nicht lesen können. Und die Animation, die war so geil. Die war so geil, Leute. Vor allem als Attack on Titan-Fan, das haut dann einfach um, ne? So, erste Runde. Okay, wir haben jetzt nur einen hier. Stell mal eine Kanone auf zur Sicherheit. Ich habe ein bisschen Schiss. Oder hält schon was aus? Eieiei. Ah, wir haben hier einen, der schießt. Ah, ich habe gerade einen Kanonentyp hier in den Weg gestellt. Ich wollte. Ja, das ist ein Ehren ein. Den da drauf. Wir brauchen mehr Power. Wir brauchen mehr Power. Leute, ich liebe das Game jetzt schon. Ich habe das Game gerade erst angefangen zu spielen. Und ich mag es jetzt schon, ne? Ich mag es einfach fucking jetzt schon. Ich bin ein Fan von Taktikspielen, wo man auch denken muss. Nicht nur irgendwie was rumdrücken. Aber ich würde euch sehr gerne auch noch ein Opening zeigen. Also die Hälfte können wir leider echt verstehen. Lustigerweise sind gewisse Worte auf Englisch. Warum auch immer. So wie da oben zum Beispiel normal steht. Seht ihr das da oben? Da steht normal. Oben steht Battle Report. Also alles auf Englisch. Macht oft keinen Sinn, ne? So, weiter geht's. Okay, okay. Wir leveln hier anscheinend nebenbei oder so. Oder wir schalten spezielle Missionen frei. Also apropos, kann ich jetzt einfach zurück ins Hauptmenü gehen? Bin ich schon frei vom Tutorial? Darf ich schon alleine Knöpfchen drücken? Oh, oder zwingt mich das Tutorial? Und Login-Bonus gibt's auch, okay. Special Login-Bonus. Oh, ich greife hier schon mal die ersten Rewards ab. Yay, baby. Und jetzt gehen wir mal unten auf das, auf das Feld hier und gucken mal. Wie komme ich hier rüber? Gar nicht. Achso, hier und hier. Ah, okay, okay. Wo können wir überhaupt was ziehen, ist die Frage. Steht über New. Aber wo genau ich jetzt ziehen darf, ist hier nicht so. Ah, hier sind unsere ganzen Sachen, unsere ganzen Belohnungen. Abholen hier. 40 Kristalle. Wie viele Kristalle kriegen wir hin, ist die Frage, ne? 130? 134? Warum kann ich die oben nicht annehmen?
Ah, jetzt geht's. Okay. 400. Leute. Fast 500 Kristalle haben wir jetzt. Von der Ingame-Währung. Nice. Leute. Ich will was ziehen. Das Problem ist nur, ich weiß nicht was. Es ist egal. Wir suchen jetzt hier nicht rum. Es ist eh die japanische Version. Jetzt guckt mal. Wie geil das aussieht. Bitte guckt das an. Das ist geil. Das ist eine richtig geile Summon-Animation. Guter Start. 3 Sterne Held. Ich glaube, wir leveln auch die Helden wie in Dragon Ball Legends, wenn wir mehr gleiche ziehen, ja, hier wieder. Mhm. Die werden zusammengefügt. 4 Sterne. Es sah special aus. Mit einem Kanonenschützen. Nur 3 Sterne leider. Aber diese Animationen, ne? 4 Sterne. Können wir 5 Sterne ziehen? Leider wieder 3 Sterne. Komm, Baby. Die verfressen, ne? Mit ihren Kartoffeln und so weiter. Und Brot, die klaut ihm alles. Nochmal die gleiche. Schade. Komm, zieh mir noch was Cooles. 4 Sterne immerhin. Was haben wir jetzt hier nicht gezogen? Jetzt seht ihr zum Beispiel, Leute. Ihr seht jetzt an beiden Charakteren in der rechten oberen Ecke, die haben spezielle Fähigkeiten, spezielle Helden. Und die anderen sind eher so, Supporter. Würde ich sagen, Supporter. Wir ziehen jetzt die letzten hier auch noch, Leute. Scheiß drauf. Was soll ich denn mit diesen Kristallen? Ich wollte ein bisschen mit euch Opening auch noch machen. Und vor allem diese Animation genießen. Zack. Titanen. In den Nacken. Oh, nochmal die Kartoffel-Lady. Nee. Ich will das hier raushauen. Ich hab mich verdrückt. Okay, ich will irgendwo hin. Nein, wollte ich nicht. Nochmal. Wir gehen jetzt auch die letzten noch aus und genießen die Animation. Ja, Leute, haut mir in die Kommentare. Was sagt ihr bisher zu dem Taktik-Spiel? Also, dass man so eine gewisse Art von Energie hat im Kampf. Man sehr bedenken muss, was man wohin setzt. Also, welche Einheit man in welche Position bringt. Ob man eine Kanone einsetzt oder Mörser und so weiter. Ob man eine Spezialfähigkeit aktiviert. Das ist alles so Sache, die man noch rumprobieren muss, ne? Bin mal gespannt, was ihr dazu sagt in den Kommentaren. Wie euch das Spiel so gefällt. Ob ihr euch denkt, ja, wenn das Spiel dann im Sommer auf Englisch kommt, werde ich auf jeden Fall mal reingucken. Das ist nicht die Frage, ne? Ich werde auf jeden Fall hier... sehr schön. Hier auf dem Kanal werde ich auf jeden Fall im Sommer in das englische Spiel nochmal reingucken. Also, wer das nicht verpassen will, lasst gerne jetzt schon mal ein Abo da. Und ich werde auch weiterhin wahrscheinlich Reviews zum Anime machen. Okay, wir brauchen anscheinend eine gewisse Anzahl von Titanen, die wir treffen, um etwas Höheres als ein 3 Sterne zu bekommen. Einmal können wir noch, dann haben wir ja erstmal keine Ingame-Währung mehr. Da gehen wir noch ein Kämpfchen rein, denn ich wollte euch noch zeigen kurz, ob das funktioniert, dass man... nochmal ein Armin. Dass man sich verwandeln kann in Kampf. So, erstmal zurück. Wieder home. Story. Es gibt auch Events, wie ihr seht. Aber wie gesagt, ich kann es halt nicht lesen. Ne? Was soll ich machen? Aber ich wollte es mir mal angucken mit euch. Wie gesagt, bisher hat es mich halt komplett überzeugt schon. Und ich habe so Bock drauf. Ich bin so ein riesen Attack on Titan Fan. Und nie gibt es ein gutes Attack on Titan Spiel. Und das hier macht mir bisher wirklich schon Spaß. Also es kann was werden, ne? Es kann was werden, Leute. Ich sitze immer so, blöd da. Ich will jetzt auf jeden Fall euch versuchen zu zeigen, wie so ein Spezialangriff aussieht. Jetzt sind wir in der Welle 1, ne? Jetzt müssen wir erstmal hier gemütlich verteidigen. Ich werde auch einen Mörser aufstellen, scheiß drauf. Klatsch ihn um, die Sau. Klatsch ihn um. Okay, wir brauchen mehr Kämpfer. Unseren Kämpfer geht das Gas aus. Man sieht jetzt immer oben bei den Kämpfern, dass sich seine Energie füllt, ne? So ein Kreis. Bei Armin ist es gleich ready. Da drückt man gleich mal drauf, würde ich sagen. Schon down. Aber bei Armin ist gleich so ready. Seht hier unten. Moment. Da gucken wir mal rein, ne? Ich will euch unbedingt Special-Angriffe noch zeigen. Die sahen nämlich so krass aus. Fuck, ein Laufender. Nein. Hier, jetzt haben wir ein Special. Jetzt drücken wir drauf, setzen ihn ein.
Jetzt müsste in Animation kommen. Ja, Armin Power, Leute. Das ist cool. So ist cool. Er hat ihn einfach beide Beine abgeschnitten, Leute. Jetzt kann er so Special Kanone hier einsetzen. Bäm. Das ist Taktik, Leute. Das ist Taktik. So ist es geil. So ist es einfach geil. Ich werde jetzt, wie gesagt, versuchen, so viel wie möglich von diesen Attacken einzusetzen, dass es so gut aussieht. Auch ein schöner Angriff. 2000. Ich glaube, der ist down. Nächster Angriff. Ah, ich feiere das. Ich feiere das. Ich feiere das jetzt schon. Also das Game, das kann ich jetzt schon weiterspielen. Ich werde es auf jeden Fall weiterspielen. Das sage ich euch. Aber ich will noch mehr von diesen Angriffen einsetzen. Das haben wir auch noch nicht gesehen, glaube ich. Nö. Kanonenpower. In your face. Der ist down. Oh, der ist schnell. Ein. Oh, der lebt noch. Oh, fuck. Okay, wir haben ein Problem. Ich habe nicht zu viel gespielt, glaube ich, hier. Ja, wir haben ein Problem, Leute. Unsere Basis wird angegriffen. Ich habe zu viel eingesetzt. Ich habe zu viel euch zeigen wollen. Jetzt könnte es sein, dass wir hier abkacken, ne? Es könnte sein, dass wir jetzt easy verlieren. Ja, ich glaube, ich habe es verkackt, Leute. Ich habe es verkackt, weil ich euch die Special Moves unbedingt zeigen wollte. Oh, Mann. Man kann alle gleichzeitig angreifen. Guckt mal. Habt ihr das gesehen? Wie er sie einfach ausgelöscht hat? Habt ihr das gesehen, Leute? Wie er einfach alle umgebracht hat? Aber der Boss kommt immer näher, Leute. Der Boss kommt immer näher. Oh nein, der Boss kriegt uns. Jetzt müssen wir Titanenkraft einsetzen, Leute. Wir brauchen Eren. Oder habe ich mich verdrückt? Nö, mach's ja gut. Oder ist er down? Ja. Eren hat das Game für uns noch gewonnen. Oh ja, Leute. Aber ihr seht doch, also wie gesagt, jeder hat einen Spezialangriff und so weiter. Es ist geil. Es ist geil. Eren kann sich auch in eine Titanen verwandeln. Das wollte ich euch auch zeigen. Aber ja. Vielleicht beim nächsten Mal oder beziehungsweise eher, Leute. Eher dann im Sommer auf Englisch. Ne? Würde ich sagen, macht mehr Sinn. Jetzt zeige ich euch mal ganz noch kurz, wie ihr das Spiel runterladen könnt. So Leute, ihr geht einfach auf euren Internetbrowser, scheißegal welchen, Google Chrome, Firefox, was auch immer, und ladet euch die Q-App herunter. Das ist die Q-App. Ich zeige mal kurz, wie sie heißt. Q-O-O-A-P-P. Die Q-App. Die einfach runterladen, Leute. Dann hier oben könnt ihr zum Beispiel Attack on Titan eingeben. AOT Tactics, wie ich da hab, ne? Ah, hab ich jetzt verkackt, ne? Attack on Titan Tactics. Und dann kommt das Spiel hier. Und dann könnt ihr es einfach easy runterladen und installieren. Überhaupt kein Problem. Und es passiert nichts, wie ihr seht. Meinem Handy geht's gut. Ich nutze diese App immer. Ich habe auch das japanische Dokkan Battle hier runtergeladen. Keine Angst, da passiert nichts. Und dann könnt ihr auch wie ich mal kurz ein bisschen reinschnuppern hier. Und euch das Ganze mal angucken, wie das so ist. Und ob es euch gefallen würde, könnt ihr euch damit einfach ausprobieren und müsst nicht bis zum Sommer warten. Leute, das war mit der Attack on Titan Tactics für heute. Ich werde jetzt noch ein bisschen weiter zocken. Und wir sehen uns dann spätestens im Sommer wieder, wenn wir uns das Ganze nochmal ansehen. Aber in Ruhe auf Englisch. Leute, wie gesagt, lasst ein Abo da, um das nicht zu verpassen. Eure Meinung in die Kommentare. Viel Spaß. Haut rein und ciao.